Warum machen wir diesen ganzen Kram überhaupt? Welchen Sinn hat Advanced Genetics momentan für uns? Nämlich, wir wollen uns spritzen. Wir können uns nämlich sozusagen Superkräfte spritzen und können dann zum Beispiel fliegen, kriegen kein Fall Damage oder zum Beispiel können einfach Gras essen. Wer wollte das nicht schon mal? Einfach Gras essen und dann ist man nicht mehr hungrig. So muss das sein. Bevor die heutige Folge losgeht, wollte ich euch noch kurz zwei Informationen mit auf den Weg geben. Erstens, wir hatten in der heutigen Folge ein paar Probleme, was die Energieversorgung angeht. Und dazu knüpft auch gleich Punkt 2 an. Denn das werden wir heute im Livestream lösen, dieses nervige Problem. Und zwar am 6.06.2014, also heute, gibt es um 20 Uhr einen Minecraft Galaxy Livestream. Das Ganze wird 2 Stunden lang gehen. Der Twitch-Link ist unten in der Videobeschreibung. Wir werden am Haus weiterarbeiten. Wir werden ein paar Energieversorgungsgeneratoren bauen, sodass wir dieses Problem nicht mehr haben. Natürlich werden wir auch den Drachen zähmen. Und für die Leute, die leider heute nicht dabei sein können beim Livestream, keine Sorge, ihr könnt euch ihn nachträglich auf Twitch angucken oder ihr zählt auch einfach morgen die Livestream-Zusammenfassung etc. rein. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Galaxy. Wir splashen direkt auf den Server und sind ausnahmsweise mal wieder allein, um ein wenig Ruhe in das Ganze reinzubringen, damit ich auch mal ein bisschen besser erklären kann, weil wenn man zu zweit aufnimmt, ist es ja manchmal immer ein wenig problematisch, weil man dem Gegenüber dann natürlich auch nicht in den Talk fallen will. Wer ist denn hier gerade drauf? Navent. So, der gute alte Commander Krieger. Und wir haben jetzt hier unseren guten alten DNA Analyzer Shenanigans. Wir brauchen allerdings jetzt nochmal ein paar Kisten, denn ich muss da ein paar Sachen abbauen und der Regen nervt mich persönlich jetzt gerade ein bisschen. Wir müssen auch mal gucken, wie sieht es eigentlich aus mit unserem Drachen? Der ist da unten noch. Ist der ausgewachsen? Nee, das dauert wohl noch. Oh, oh. Get down! So, zack, keine Zeit verlieren. Ey, es ruckelt gerade bei mir unheimlich. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil der gute alte Commander gerade ein bisschen was am Erfarmen ist. Also, wenn man so ein bisschen die Welt aufdeckt, obwohl dann laggt es und dann ruckelt es nicht. So, warte mal, ich wollte hier mal ganz kurz durch. Ich müsste auch mal... Oh, oh, ich habe kurz ein bisschen Angst. Nee, das geht alles klar, wenn ich das hier kaputt mache. Okay, kurz auf dem Boden. Wir werden jetzt heute ein bisschen weiter mit Advanced Genetics rumprobieren. So, Iron Axe nehmen wir jetzt einfach mal dafür, damit wir mal ein bisschen Holz haben, während wir hier nicht mal mehr Platz dafür haben. So, zack, ich knack. Ich muss auch im Livestream, wenn der dieses Wochenende ist, werde ich definitiv mal ein wenig meine ganzen Sachen sortieren. Das möchte ich ungerne in einer Folge machen, weil da möchte ich euch immer ein paar Sachen zeigen. Das hat ja die letzten Tage auch richtig, richtig gut geklappt. Wir haben echt gut was auf die Beine gestellt. Und durch diesen Combustion Generator, achso, der hat die Energie davon schon komplett gespeichert, habe ich das Gefühl. Aber egal, wir holen uns jetzt erstmal hier nochmal ein paar Kisten dazu. Ja, wir könnten eigentlich auch auf jeder Ebene mal so ein Crafting Table auch hinplatzieren. Das wäre vielleicht mal keine so schlechte Idee. Ich weiß gerade nicht, was ich wegschmeißen soll. Das Ding. So, warte mal. Dann machen wir hier vielleicht mal eine Doppelkiste. Und hier kommt dann nochmal ein Crafting Table hin und der Stissel. Genau, jetzt müssen wir erstmal natürlich noch eine Kiste craften. So, knackig. Denn wir werden heute weitermachen. Wir werden heute hoffentlich richtig guten Progress machen. Da bin ich mal sehr gespannt, ob mir das gelingt, denn wir haben eigentlich fast alle Sachen. Okay, ich wüsste eine Sache, die wir nicht so viel haben, nämlich Leder. Ich werde jetzt einfach mal, obwohl eigentlich sollte das ja die Kiste werden für all diese Skin Cells. Dann machen wir uns einfach nochmal eine und stellen die daneben, die wir dann irgendwann mal abreißen werden. Ich habe es auch gefixt. Ich kann jetzt endlich wieder... Warte mal, wo stellen wir das hier am besten? Hier so in die Ecke. Das ist ja alles auch noch nicht final und solche Sachen wie das Haus bauen und so, das werde ich auf den Livestream verschieben. Da hat man einfach generell ein bisschen mehr Zeit. So, dann können wir jetzt hier, wir haben einfach so viel unnützen Kram hier drin. Zack, zack, zack. Das ist eigentlich relativ nützlich. Die Woodchips, egal, notfalls wissen wir ja, wo das alles ungefähr liegt. Iron haben wir auch nicht mehr so viel, davon brauchen wir gleich ein bisschen was. Haben wir hier noch, oh, wunderbar, das wird nämlich gleich alles sehr, sehr wichtig sein. So, jetzt habe ich, glaube ich, hier sogar gerade einen kleinen Fehler gemacht, aber das ist egal. So, wir brauchen jetzt erstmal ein DNA Dictionary. Dazu nehmen wir uns nochmal hier die Zellen.
Und die müssen nämlich hier alle rein. Zack, wir brauchen nämlich immer für diese Dictionaries brauchen wir 4 Zellen. Okay, jetzt sieht's hier. Ne, 4 Zellen und ein Buch. Das wird nämlich sehr, sehr wichtig sein, denn wir brauchen ein DNA-Dictionary, um einen DNA-Extractor herzustellen. Aber erstmal müssen wir auch nochmal einen Hopper bauen. Da bin ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen gespannt. So, da brauchen wir sogar tatsächlich nochmal eine Chest von. Zack. Und dann brauchen wir nämlich ein wenig Iron. Das müsste eigentlich auch ein Vanilla-Minecraft-Ding sein. Oh, ich dachte, ich hätte gerade aus meinem Iron irgendwas Korruptes gebaut. Zack, hier können gleich schon wieder das nächste rein. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Hier ist auch alles Tutti Frutti. Hier die Woodchips. Ach genau, das könnten wir jetzt eigentlich mal machen in der Zeit. Wo wir haben jetzt die anderen Sachen gar nicht dabei. Einfach nochmal ein bisschen Energie holen. Zack, da sind sie doch. Das machen wir jetzt einfach mal schnell. Gehen wir hier unten ans Wasser und holen da mal ein wenig Wasser. Zack, zack, zack. Alles reingesplashed hier. Und dann schnell wieder zurück. Warte mal, wir können doch eigentlich... Nee, das passt. Hier kommt dann auch natürlich noch so eine Glasfront hin, so wie wir das hier sehen. Aber, ne, habe ich jetzt zum dritten Mal gesagt, der kommt im Livestream. Der, denke ich mal, am Wochenende oder so stattfinden wird. Da werden wir uns auf jeden Fall noch einen Tag für ausgucken. Wie viel ist da jetzt drin? Ja, da geht noch was. Da geht noch ein bisschen Wasser. Zack. Jetzt ist alles da drin und da werden die Woodchips rausgeploppt. Jetzt können wir hier bestimmt schon wieder ein paar Zellen rausnehmen. Nee. Was ist hier los? Hat er nicht mehr genügend Power, um das fertig zu machen? Kannst du gerade pennen? Klaro, eine Sekunde. Ich weiß gar nicht, kann ich als Fledermaus ins Bett? Das wird natürlich jetzt sehr, sehr interessant werden. Oh, da habe ich gerade irgendeinen Zombie gehört. Schnell weg hier. Ich lieg schon. Der gute alte Commander. So, schnell hier rein. Oh. Ich muss mich wieder zurückverwandeln. Das mache ich aber nicht hier unten, ey. Nicht schon wieder. Das werde ich hier draußen tun. Zack. So, zurückmorphen. Und jetzt aber zeige ich der... Oh, oh. Hatte ich kurz wieder ein bisschen Bammel, dass hier irgendwas passiert. So, zeige ich knackig. Und ab ins Bett. You may not rest now, you are in morph. Okay, das hat ja alles wunderbar funktioniert. Alter. War das hier eine Turtle oder so? No problemo. Da, gut was weggefarmt. Ich weiß gar nicht, ob er das... Vielleicht hat er das auch im Livestream gemacht. Das weiß ich ja alles nicht. Ich habe seinen Livestream nicht gesehen. Von der guten alten Sturmwaffe. So, zack. Ich muss mich ja wieder verwandeln. Wir müssen auch wieder... Da kommt irgendein Zombie. Schnell wieder zurückverwandeln. Ey, lass mich hier hoch. Hilfe, bitte. Und zack, ich knacke ich jetzt alles. Oh, was ist denn da? Ein Creeper mit really awesome Hut. Get down. Oh, war das knapp. Yeah, jetzt haben wir einen richtig tollen Hut. Jetzt kommen wir kurz hier unten rein. Ne, das ist Limestone. Ich denke immer, das wären die blöden Fossilien. Wir müssen uns ja auch noch unser Ancient Sword craften. Pawns. Haben wir keine Kuh? Kann ich hier so ein Silicon-Ding nehmen? Da. Oh, stimmt. Hier haben wir noch die Baked Potatoes. Zack. Jetzt schmeißen wir das mal wieder rein. Warte mal. Nee, Raw Silicon passt da nicht mehr rein. Zack. Ey, das wird richtig schnell verfeuert. Aber egal. Ich brauche jetzt erstmal die 4 Zellen. Die sind jetzt momentan wirklich wichtiger. Vielleicht könnte man das auch mit Thermal Craft alles machen. Aber so sehr bewandert bin ich dann momentan doch noch nicht da drin. So, was brauchen wir denn jetzt noch alles? Eigentlich nichts, wir müssen nur... Oh, ich dachte eben, wir wären bei 17 Minuten. Da habe ich kurzzeitig mal einen absoluten Schreck bekommen. Hier haben wir nochmal ein paar Woodchips. Die sind jetzt... Ach ja, Leder! Das könnte ich in der Zeit machen, weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich kein Leder habe. Hier ist ja auch überall ein Chaos. Nee, Leder sehe ich da spontan nicht. Wir können nochmal schnell auf unsere Zweitinsel... Oh, Absturz! Zweitinsel fliegen. Ist denn dort irgendwie ein bisschen, vielleicht ein bisschen Leder? Nee, da sind noch die ganzen Sachen von der Smeltery, was wir ja auch alles noch machen wollten. Da sehe ich Leder. Nice one. Okay, läuft bei uns. Gucken nochmal schnell zum Drachen, ob der ausgewachsen ist. Nee. Oder?
Ich probiere mal, ob ich ihn mit rohem Fisch irgendwie zufriedenstellen kann. Zack. Dragon does not follow your comments. Ja, ja. Ich möchte ja auch. Er soll das ja nur essen. Ich hätte ihn beinahe. Hä, muss ich noch irgendwas anderes machen? Ich weiß es nicht. The dragon does not follow your comments. Aber egal, die Leute wissen ja, dass es mein Drache ist, um Gottes Willen. Also hier wird nichts noch großartig damit passieren. Alles easy, Leute. Kein Stress mit dem Drachen. Wir werden bald fliegen. Wir werden jetzt aber erstmal nach unten. Genau, hier ist unsere... Nee. Oh Gott! Ah, komm schon! Na, get to the chopper! Bam, ist er down! Get down! So, jetzt mal schnell hier hin. Ach ja, ich bin hier von diesen ganzen Sachen so ein bisschen teilweise immer nicht überfordert, aber... So, jetzt nochmal schnell hier Skin Scale, damit wir den Stissel heute noch fertig bekommen. Da wäre ja gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen. Können ja auch noch mal ein bisschen... Wollen wir noch mal ein bisschen sammeln von dem Scraper? Weil wir haben ja momentan nur diese Zombie-DNA. Ich weiß... Ey, warum... Nee, das kann ich nicht machen. Das ist... Oh, der hat einen Sattel! Kann ich auf dem auch reiten? Kann ich? Nee, does not follow your... Schade. Aber hier sieht man schon, dass der HP hat und alles. Der sieht auch ein bisschen größer aus als mein Drache. So, bist du fertig? Yep. Perfekt. Ach genau, man kann ja auch das, glaube ich, Organic Drop, dazu benutzen, um das Ganze anzufeuern. So. Ist jetzt aber auch nicht weiter tragisch, denn wir haben alles, was wir benötigen. Dann gehen wir mal ganz kurz hier. Zack. Ah, warte mal, wir müssen erstmal ein Buch craften. Haben wir Papier? Ist hier Papier drin? Ist hier Papier drin? Ne, hier ist nur der sehr, sehr wichtige Sattel. Dann gehen wir mal schnell nach unten. Da müsste doch hier sich irgendwo Papier befinden. Jawohl, ey, das ist so nice, dass wir mit dem Pulverizer das gemacht haben. Das ist echt eine richtige Erleichterung. So, einmal in die Ecke. Und dann einmal Leather. Und dann ein Book. Das können wir, eigentlich können wir doch da wirklich gleich ganz viele von machen. Weil wir werden, glaube ich, für die ganzen Dinge auch noch so viele benötigen. So, knackig. Books. Dann Book. Ach so, genau. Dann geht das eigentlich hier ganz einfach von der Hand. Man packt die Zellen jeweils an die Enden. Hat dann ein Basic DNA Dictionary. Und dann brauchen wir letztlich nicht mehr sonderlich viele Sachen. Packen den Hopper, den wir nochmal gecraftet haben, hier hin. Dann kommt einmal Iron drum. Und dann haben wir einen DNA Extractor. Jetzt können wir nochmal schauen, kriegen wir das nochmal hin, hier eine DNA wegzusnacken. Na komm. Dass wir da nochmal eine Zelle rausbekommen. Das sieht nicht gut aus. Wir haben ja aber nochmal die Organic Drops. Vielleicht feuern die das Ganze nochmal ordentlich an. Aber das ist mehr ein Störfeuer als alles andere. Ah, da oben. Hier wäre nochmal Kohle. Das werden wir ja sowieso noch alles umändern. Deshalb snacke ich mir hier nochmal schnell die Kohle. Na komm. Sehr, sehr wichtig. Na komm. Snacker Turtle Limit. Ich glaube, das ist auch schon genügend Kohle, oder Leute? Das müsste reichen. Ich will das jetzt ja hier alles schon mal nochmal weitermachen. DNA Extractor kommt dann einfach mal zackig knackig hier hin. Kohle kommt ebenfalls hier rein. Na, wunderbar, wird genügend befeuert. Und dann brauchen wir als nächstes, genau, dort fügt man die Zellen ein. Dann brauchen wir ein DNA Decryptor. Das kann ja nochmal was werden. Da brauchen wir nämlich nochmal ein... Ach, und da bräuchten wir nochmal die ganzen Zellen für. Ja, da müssen wir natürlich nochmal ordentlich dran arbeiten mit diesen blöden Zellen. Auch wie viel... Also da muss ich nochmal mich schlau machen, was denn da letztlich reingehört. Weil der snackt ja wie ein friggin' Weltmeister. Jetzt kann ich hier nochmal die Zellen reintun. Die holen wir hier beide raus. Oh, da geht doch schon wieder... Da wird doch hier alles wieder... Hä? Achso, das ist Organic Drop. Genau, der müsste dann hier nochmal unten rein. Vielleicht sollte ich das einfach mit ein bisschen Holz hier. Zack. Da geht ab. Muss man den irgendwo speichern? Das ist echt... So sehr kenne ich mich da natürlich jetzt auch noch nicht aus. Aber das ist schade, weil ich hätte ganz gern noch ein DNA Dictionary gehabt, damit wir schon den DNA Decryptor bauen können. Momentan haben wir nur den Extractor. Hier kommt so eine Helix rein. So eine Zelle. Das kann ich sogar euch mal zeigen hier. Eine Zelle kommt rein. Dann verwandelt dieser DNA Extractor das Ganze in eine Helix, die jetzt hier gleich rauskommen müsste. Und warum machen wir diesen ganzen Kram überhaupt? Welchen Sinn hat Advanced Genetics momentan für uns? Nämlich, wir wollen
uns spritzen. Wir können uns nämlich sozusagen Superkräfte spritzen und können dann zum Beispiel fliegen, kriegen kein Fall Damage oder zum Beispiel können einfach Gras essen. Wer wollte das nicht schon mal? Einfach Gras essen und dann ist man nicht mehr hungrig. So muss das sein. So, ich muss jetzt hier aber trotzdem nochmal was essen. Am besten so eine kleine Potato. Yum, 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 yum. Oh, jetzt sind wir aber auch schon bald angelangt. Vor allen Dingen sagt mir mein Handy, dass ich nicht mehr sonderlich viel Akku habe. Jetzt werden wir nochmal kurz gucken. Oh, ich freue mich schon auf den Livestream, damit wir hier wieder alles richtig schön herrichten können. Weil so offen sieht das natürlich nicht so schmackhaft aus. Oh, seht ihr das? Das ist ein bisschen schief. Die Sachen müssen wir irgendwann nochmal abbauen. Weil der Eingang hier ist ein bisschen... Der ist ein bisschen falsch. Ich fliege nochmal ganz, ganz schnell zu meinem Drachen. Wir haben auch 37 Level. Müssen wir auf jeden Fall mal was verzaubern. Das müssen wir mal machen. Nee, der ist noch nicht ausgewachsen. Zieht mal euch die Größe rein. Oder? Ich müsste dann hier bestimmt noch irgendwas falsch machen. Muss ich vielleicht auf dem Boden sein? Nee. Dragon does not follow your comments. Muss ich mich nochmal ein bisschen schlau machen. Wir werden jetzt sowieso vom Server gehen. Obwohl, warte, wir machen nochmal ganz schnell hier. Wir räumen nochmal ganz kurz auf. Nehmen nochmal hier die Diamond Pickaxe. Das war ja hier, wo ich den einschließen wollte in der einen Folge zusammen mit dem guten alten Concrafter. So, komm schon. Zack. Da verlässt auch der gute alte Krieger den Server. Verwandter. Achso, da sind die Splasher auch auf dem Server. Warte mal. Never mind. Seid. Ah, egal. Ich habe nämlich nur Zander raufjoinen sehen und dann war ich irgendwie so in meine Sachen vertieft, dass ich denen nicht mal Hallo gesagt habe. Die haben mir aber auch nicht Hallo gesagt. Klein Splasher. So, alles abgebaut hier. Oh, ja, wir müssen raus. Wir müssen raus. Disconnect. Und wenn es euch gefallen hat, wir waren produktiv in Sachen Advanced Genetics. Ich habe euch das Ganze so ein bisschen erklärt. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Und ansonsten wünsche ich euch allen wie immer noch einen angenehmen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute.